Mit wie vielen Jahren ich mein erstes Mal hatte, also mein richtiges erstes Mal, dass ich dann auch wirklich richtig Bumsi-Bumsi gemacht habe, war mit 17. Aber ich habe auch schon vorher Bumsi-Bumsi gemacht, aber das hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren hätte sollen. Loch nicht getroffen. Nee, Loch habe ich... Digga. Hat einfach nicht so gepasst, wie es passen sollte. Scheiß auf. Nee, ich bin nicht zu früh gekommen, King McGregor. Das war das nicht, Digga. Das hat einfach, Digga, ich hab, wir beide waren halt ein bisschen jünger und waren halt unerfahren mit Gummi und hat einfach nicht geflutscht, sagen wir es mal so. Hab ihn nicht richtig reinbekommen, Digga. War halt einfach, wir haben ewig rumgemacht, alles Fingerarbeit. Ich habe alles mit ihr gemacht, aber irgendwie haben wir es nicht hinbekommen, dass mein Lulatsch bei ihr richtig reinpasst. Da waren wir halt jung und unerfahren, Digga. Und er war halt ein bisschen drin, aber nicht richtig, Digga. Und dann waren wir beide halt einfach zu schüchtern und zu jung, um das weiter zu probieren. Haben dann wieder rumgemacht und ein bisschen Hand angelegt und so. Aber ich hab ihn halt nicht richtig drin gehabt. Deswegen war es halt nicht mein erstes Mal richtiges. Es war schon kurz, also es war halt so, er war halt so ein bisschen drin, so. So war halt ein bisschen drin, also, wenn das jetzt, so. Aber er war halt nicht richtig drin, Digga. Aber ich hab den Nacho ein bisschen gedippt, genau.